Guten Tag, willkommen zurück bei Star Wars Jedi Fallen Order. Weiter geht es mit Cal und BD-1 hier auf Sepho. Wir müssen jetzt nämlich hier rüber und das können wir ja dank der Fähigkeit von BD-1, dass er Sachen überladen kann. Dann können wir dieses Ding hier rüber ziehen und dann rüber sliden. Perfekt. Hoffen wir mal, das reicht. Jo. Nice. Achso. Gerade brauchen wir es nicht, BD1. Danke, komm mit. BD. Komm mit. Zack. Ja, ein weiterer Aufzug. Der mich in weitere Tiefen führt. Na, dann wollen wir mal. Wir kommen der Sache näher. Ich hab's schon vorhin gespürt. Das ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das heißt nichts Gutes. Obwohl er eine Vorahnung. Oder imperiale Grabungsstätte. Oder ein schwankendes Gefühl der Macht. So, ein weiterer Speicherpunkt. Dann nutzen wir diesen mal zugleich. Nun denn. Damit komme ich auf jeden Fall rüber, aber das ist ein bisschen zu hoch. Überladen. Ah, okay. Und dann so. Okay, ich muss mich hier. Hier langhangeln. Von einer zur anderen Seite. War so lustig, die zu belauschen. Oh. Ja, das wird ein Spaß. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Ist das so? Erheblicher Treffer. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Nein. Ah, verdammt. Zack. Au. Oh, nicht schon wieder. Nein. Sie werden es bereuen. Du wirst es bereuen. Ja. Der Kerl da drin, ist er tot? Hä? Wo ist er hin? Hat er sich verkrümelt? Da drüben liegen lauter Leichen. Upgrade beschaffen. Bereit für eine Seilrutsche? Kriegt er denn jetzt? Mit dem Motor müsste es gehen. Wie ist es denn? Motorisierte Seilrutsche. Nutze Seilrutsche in beide Richtungen. Ach, mach Sachen. Jetzt kann ich auch Seile hochrutschen. Das heißt, ich könnte da auch bei diesem Seil, was auf Dings war, auf Kashyyyk, habe ich mich ja gefragt, wie ich an das Echo komme. Jetzt kann ich's. Durch diese Seilrutsche. Ja, das ist ja praktisch. Okay. Und da ich da nicht reinkomme, muss ich wahrscheinlich jetzt eine Seilrutsche nutzen, um auf die andere Seite zu kommen. Okay, ja. Das macht schon Sinn. Okay, ja, dieses ganze Netz mit Seilrutschen-Gedöns und so. Das ist voll praktisch. Super geil. I like that. Okay. Schaffe ich das vom Sprung her? Wupp. Eher nicht. Achso, warte mal. Natürlich. Ich verstehe. Okay. Genau, und jetzt hier hochrutschen.
Ja. Das ist das Rätselslösung. Okay, genau. Und dann komme ich da rein. Oh Gott, nein. Shit. Okay, es ist doch etwas komplizierter, als ich dachte. Kann ich dieses Ding nicht... Achso, durch einen Walljump. Ja, natürlich. Na, okay. Zu spät gesehen. Hier wird alles von meinen Fähigkeiten abverlangt. Und da sind jetzt ein paar... Der neue imperiale Sturmtruppler. Kann ich das Blasterfeuer nutzen, um die anderen abzuballern? Los, Attacke! Es wird nur eine Minute dauern. Ich mach ihn fertig. Das kann er nicht lange machen. Kann ich wohl. Haha. Ich kam, sah und tötete. Okay, jetzt müsste ich auf der anderen Seite von dieser Laserbarriere sein. Yes, weil hier habe ich noch ein Echo gesehen. Wow, wer war das? Na nü. Da in der Ecke ist er. Oh. Was? Wächter des Grabes. Die Suche nach Sepho-Artefakten hatten die Sturmtruppler gleichsam unerwartet wie schreckliche Begegnung mit einem Grabwächter. Ja, die Grabwächter, die sind schon fies. Okay, wenn ich das jetzt überlade, habe ich dann eine Abkürzung freigeschaltet? Wahrscheinlich, ja. Okay. Wunderbar. Das heißt, hier ist alles erledigt. Dann mal zurück. Hängt BD1 jetzt noch da rum, oder was? Da ist ja ein kleiner Android mit zwei Beinen, der ist nicht so schnell. Okay, lass mal auf die Map gucken. Also. Da ist mein Ziel. Das ist noch relativ weit unten. Na nö. Ach, ja? Das sagt er so salopp. Tut aber nicht. Denn er hat den Kürzeren gezogen. Na gut. Da kann ich hoch. Was haben wir denn da? Ein weiteres Echo. In Eile zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherten sich kein Stück um die Geschichte. Ich glaube auch nicht, dass das Imperium sich für die Geschichte interessiert, sondern einfach nur, was sie bei einem Vorteil dessen herausziehen können. Okay, wo bin ich denn jetzt hier? Ist das ein Schädel? Sieht so aus, ne? Das sind so Augen und ein Mund. Ach, das Design ist fantastisch. Ah, es ist wieder so ein Ding. Es ist echt lästig. Jetzt komme ich da nicht rüber. Mit dieser Seilrutsche komme ich auf jeden Fall weiter. Was ist da unten eigentlich? Ich kann das so schwer einordnen. Da unten muss ich eigentlich hin. Aber ich glaube, wenn ich da runter springe, bin ich tot. Oder? Naja, erstmal hier hoch. Aber da war doch noch ein Echo der Seite. Das will ich noch mitnehmen. Crane.
Entdeckung von Relikten. Eine Kiste mit Artefakte aus dem Inneren des Grabes abtransportiert werden. Dieses Exemplar wurde von einem Arbeiter benutzt, der Ergebnisse liefern musste. Okay. Reicht das? Muss ich mich da festhalten an den Pflanzen? Ich glaube ja. Fühlt sich zumindest so danach an. Okay. Was ist mit diesen Seilen eigentlich? Ich weiß, dass sie rot markiert sind, dass ich dafür irgendwie eine neue Fähigkeit brauche, aber ich wüsste gern welche. Wahrscheinlich ist es doch irgendwie so ein Lichtschwertwurf, dass ich die Dinger da runterkriege. Okay. Da geht's nicht weiter. Ah, okay, und diese Plattform bringt mich nach unten. Nun denn. Okay. Aber die geht auf. Cal Kestis. Wie berechenbar. Oh ja. Ich kenne deinen Namen. Dein Leben. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Muss ich wieder gegen die kämpfen, oder was? Die zweite Schwester. Ich vernichte dich. Das sehe ich nicht so. Gegen Sif kämpfen, ja geil. Alter. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Muss ihre Verteidigung brechen. Ah, ich hocke halt auch in der Ecke und die Kamera agiert super schlecht gerade. Ah, Mann, den unblockbaren Angriff sollte ich mal versuchen auszuweichen. Wie alle anderen. Du wirst als Versager sterben. Na, Mann. Der Kampf ist auch schwer. Du bist schwach und glanzlos. Warum ist sie so schnell? Erbärmlich. Wie soll ich die denn jetzt treffen? Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Brauche Unterstützung! Hallo, lass mich doch mal kurz eine Pause gönnen. Kann mich die mal heilen? Alter. Ich glaube, ich brauche das einseitige Lichtschwert. Ich weiß echt nicht, wie ich diesen Kampf schaffen soll. Der ist super heftig. Das war gar nichts. Muss dann nach Möglichkeit versuchen, ihre Angriffe zu blocken. Es wurde mir nicht mal angezeigt, dass es ein unblockbarer Angriff ist. Nee, den Kampf kann ich nicht schaffen.
Tod. Alter, ist das mies. Ich seh schon kommen. 2 Stunden nur gegen die Alte da zu kämpfen. Deren Blockleiste nimmt doch absolut nicht ab. Es ist halt echt mies. Und meine Machtfähigkeit, die geht einfach so schnell runter. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ich glaube, mit dem Doppelten bin ich gut bedient, aber... Das war gar nicht. Verdammt. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Du wirst als Versager sterben. Oh Gott. Anstrengend. Verliert er doch fast nichts, ne, an Energie. Das ist halt so. Hey, wo läuft sie denn hin? Warum kann ich diesen Angriff nicht blocken? Das war gar nichts. Ah, Kacke. Geh her, BD. Was würde Daryl zu Paul jetzt von dir denken? Schön, dem Nächsten entgehst du nicht. Bin ich aber. Ich vernichte dich, wie die anderen. Du kannst nicht gewinnen. Akzeptier das endlich. Ich meine, es ist gut, dass es mal herausfordernde Kämpfe gibt, aber der Kampf ist halt echt schwer. Wenn man einmal ihr Movement raus hat, geht's. Aber, Alter! Boxt die mich aber weg. Du lernst dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Du bist Triller.
leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Bastu, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jaro T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert? Ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler. Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Jetzt hat er wohl Gewissensbisse. Ceres Padawan. Die zweite Schwester erklärte, dass sie einst Ceres Padawan Thriller war, ehe diese sie unter Folter an das Imperium verraten hatte. Thriller wurde daraufhin vom Imperium aufgespürt und zu einer Inquisitorin gemacht. Das ist jetzt die Frage, können wir ihr trauen, wenn sie schon sowas bringt? Oder lügt Thriller? Das ist halt die Frage. Wir können das nicht mit Gewissheit sagen, bis wir sie nicht dazu ausgefragt haben. Aber die Story verspricht, spannend zu werden, was das angeht. Danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Definitiv, gegen die hatten wir keine Chance. Hätte auch alles geblockt, was ich ihr entgegengeschmissen habe. Okay. Hier können wir meditieren. Wir sind da. Es ist anders als das andere Grab. Keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Grab von Mictul. Regnet's da? Oder das Eis schmilzt, das könnte auch sein. Hey, hier muss ich entlang an dieser Wand. Ich hab's, aber sie. Warum habt ihr nichts gesagt? Weil sie eine Lügnerin ist. Du. Wie? Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat's mir beigebracht. Es gibt keine Technik von Seer, die ich nicht perfektioniert habe. Die Entstehung der zweiten Schwester. Während das Imperium dem Grab von Mictul tatsächlich immer näher kam, reiste Cal nach Sepho, wo er in einer Falle der zweiten Schwester tappte. Diese gab sich als Thriller, Ceres einzige Padawan, zu erkennen. Nach einem bewitten Kampf schien Thriller die Oberhand zu gewinnen, aber kurz bevor sie Cal niederstrecken konnte, schaltete BD-1 ein, indem er einen undurchdringlichen Laserfeld zwischen Thriller und Cal platzierte. Während Cal tiefer in Mixilos Grab floh, versuchte er, Ser zu kontaktieren, aber wurde von Thriller unterbrochen, die sein Kommunikationssystem gehackt hatte. Da bin ich immer gespannt, was das jetzt noch für einen Ausgang nimmt mit ihr und ihrer einstigen Meisterin.
Höre Sturmtruppler. So, einer wieder. Au. Ach, da ist wieder so eine Kugel. Guck an. So wie das aussieht, müssen wir die hier reinboxieren. Weil diese kriege ich wahrscheinlich nicht da raus und die ist kaputt. Ech. Frage ist, wie komme ich nach oben? Und dann muss ich die da so raus... Muss ich die da so rausboxieren mit einem Machtstoß? I don't know. Ich bin durch das Ding durchgeklippt. Fantastisch. Ich stehe etwas auf dem Schlauch. Dieses Ding muss ich zerstören. Kannst du das nicht anvisieren, oder geht das? Nee, geht nicht. Kann ich das irgendwie rausbrechen? Nö, mit dem kann ich auch nichts machen. Ich sehe es gerade nicht. Wahrscheinlich öffnet sich dann dieses Gitter hier. Was hat denn die Karte? Hier ist eine Tür. Ah. Guck an. Okay. Hat er wieder was gefunden? Wieder was gefunden? Mein Freund, diese Geräte simulieren die Schwerkraft dieses Planeten. Ich bin sicher, das ist dein Leitmotiv. Hä? Hey. Das war ja geil. Okay. Was macht das jetzt? Was passiert, wenn ich es wieder zurück? Die wurden davon angezogen. Verstehe. Das sind Fackeln. Alles klar. Ja, das gibt mir doch einen guten Hinweis, was wahrscheinlich als nächstes für Rätsel auf mich zukommt. Aber ich finde diesen Mix eigentlich ganz gut zwischen Rätseln und Action. Krassem Star Wars Gelöt. Aber an dieser Stelle mache ich erstmal ein Päuschen und sage Danke fürs Zusehen bei Star Wars Jedi Fallen Order. In der nächsten Folge geht es hier weiter in dem zweiten Sephiroth-Tempel auf gleichnamigen Planeten und na, vielleicht sehen wir die zweite Schwester auch schon bald wieder, wer weiß. Also dann bis zum nächsten Mal bei Star Wars Jedi Fallen Order.